Herzlich willkommen zur neuen Folge von Cliff Empire. In der letzten Folge, da kommt es gerade noch mal rein, haben wir das Prestige dieses Cliffs erhöht auf 30. Halt, Moment, ich bin auf 6-fach Geschwindigkeit, geh weg. Und dann schauen wir mal, was uns als nächstes zur Aufgabe gestellt wird. Produce some gadgets, produce some furniture. Das machen wir sowieso gerade bei. Zum Schluss hatte ich hier noch 5 von diesen Transportdrohnen für Personen gebaut. Das gleiche machen wir jetzt hier hinten auf dem Cliff. Denn hier werden auch schon 3 Stück erwartet. Und jetzt kann ich auch einen Zeppelin bauen. Damit kriegen wir Tourismus. Und das machen wir hier auch gerade nochmal. Auch wenn ich den gerade abgestellt habe. Einen müssten wir haben. Das bringt nochmal Handel und Zufriedenheit und so weiter. Kreuzbar. Tourism is not only affects the prestige, but also brings profit. Das ist wichtig. Damit kriegen wir also dauerhaft Geld herein, um den eventuell weiterlaufen zu lassen. Ich muss halt nur mal schauen, dass wir noch die Forschung fertig bekommen. Das heißt, hier auf dem Zentralcliff würde ich jetzt ganz gerne noch eine Unität hinbauen. Dort am besten. Kostet mich 800, kann ich mir gerade leisten, damit wir bei der Forschung Gas geben und hier auch Arbeitsplätze bekommen. Ich müsste aber dementsprechend erstmal noch ein paar Housings bauen. Wir haben 43 Leute, 55 Häuser, 57 Arbeitsplätze. Wenn die fertig ist, haben wir 40. Das heißt, wir können hier nochmal 2 kleine Housings hinsetzen. Erstmal, die können wir nachher nochmal erweitern, sodass wir dort passend Dings hinbekommen. So, Gadgets und Furniture wird gebaut. Hier sowieso schon. Und auf der Plattform haben wir was in der Mache. Die können wir abstellen. 19, 42, 42. Das heißt, wir gehen mal hier drauf. Ich glaube, die können wir am besten verkaufen, ne? Da kriegen wir am meisten Geld für. Lass mich mal eben schauen. Bringt 32 Einkauf, 15 Verkauf, ganz genau. Das heißt, die hauen wir mal in den Verkauf rein. Wir können später noch ein Bürogebäude bauen. Das mache ich ganz zum Schluss. Denn das ist meines Wissens die letzte Aufgabe aus dem Tutorial heraus. Und dann geht es in das normale Spiel rein. Normal in Anführungsstrichen. Das heißt, diese Aufgaben, die wir jetzt oben links immer gestellt bekommen, die werden weiterhin dann gestellt. Nur mit dem Unterschied, dass dann auch Wettereinflüsse und so weiter existieren, die dazu führen, dass man meinetwegen weniger Ernte hat oder weniger Energie hat. Um es dann halt ein bisschen spannender zu machen sozusagen. So, hier fliegt die Zigarre. Ich muss mal gerade eben hier schauen. Ich kann hier wahrscheinlich Engines fehlen. Okay, das heißt, wir nehmen das raus und setzen den mal da drauf. Das können wir später erfüllen. Ist jetzt gerade nicht ganz so wichtig. Erstmal schauen, dass wir das einigermaßen ans Laufen bekommen. So, Wish to Settle 25, das ist gut, die sollen auch ruhig kommen. Auf jeden Fall haben wir genug. Siehst du, Wohnhäuser und schon kommen die Leute an. Bin mal gespannt, haben sie das schon geändert? Nee, sind immer noch die Sprites. Ja gut, wird auch noch kommen. So, die Personentransportdrohnen werden gebaut. 4 Stück wollen die haben mittlerweile. Das heißt, wir setzen mal da noch eine bei. Und auf den warten wir gerade noch. Was brauchen wir? Batterien und Materie. Okay. Materie ist vielleicht ein bisschen knapp. Das heißt, wir können nachher, wenn der hier mal fertig ist, die Bohrerproduktion anstoßen. Verkaufe ich hier schon? Nee, ne? Nö, doch. Nehmen wir den mal raus. Und Waschmaschinen werden hier auch vertickt. Sehr gut. Man sieht, die Bebauung, die wächst relativ zügig sogar. Cliff of Winds, was haben wir denn hier hinten? Da kann man es jetzt deutlich sehen. Gar keine Fruchtbarkeit, Materie 100%, kein Wasser, keine Sonne, aber sehr viel Wind. Das heißt, auf dieser Plattform muss ich halt über die Windenergie mir so viel erhandeln, dass wir dort die anderen Sachen alle einkaufen können. Und das kann man dann am besten von der anderen Plattform aus, weil dort die Einkaufspreise niedriger sind, als wenn ich global handeln würde.
Aber hier, da, das ist gut, kommen wir später zu. Ich gehe jetzt erstmal hier auf das Handeln, auf das Forschen. Und dann gucken wir, wir hatten jetzt Energie, ne? Genau, das kann man jetzt hier sehen. Bei Wind haben wir jetzt 5% mehr rausgeholt. Wir gehen aber trotzdem auf Heavy. Die Frage ist, mehr Materie oder mehr Drilling? Mehr produzieren. Was haben wir denn hier noch? Workflow Justice, Entertainment, Medizin, Trains Reserve Power, Movement Speed Independence from Electricity. Das finde ich ganz gut, dann sparen wir uns nämlich Energie. Das heißt, die Brücke verbraucht dann, glaube ich, keine Energie mehr. Momentan steht hier auf 10, da müssen wir nachher drauf schauen. Das ist auch eingeführt worden mit dem Patch. Und damit, wenn ich das jetzt erforsche, kann ich es eventuell wieder abstellen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Ästhetik, das ist toll. Das heißt, wir pflanzen uns hier nochmal einen Park hin. 40 Ästhetik. Können wir später eventuell durch ein Gebäude, was Ästhetik hat, ersetzen. Und wie sieht es hier aus? 1 von 4 Transport. Okay. Wir stellen mal die... Na, wir brauchen sogar Batterien. Verkaufen wir die? Ne, hier nicht. Hier auch nicht. 64 Energy required. Oh, oh. Das ist natürlich nicht so schön. Abstellen kann ich gerade nichts. Und man sieht es jetzt hier, wir haben zu wenig Energie. Habe ich denn hier einen Überschuss? Nicht wirklich. Es sind 5 im Lager. Und zu kaufen kann ich mir das hier auch nicht. Ja doch, das ginge hier sogar. Ich könnte hier von außen einkaufen. Das Problem ist, ich brauche hier welche. Na, mal gucken, wenn die 10 kW hier weggehen, das könnte uns eventuell dazu helfen. Der ist aber jetzt auch fertig, das ist gut. Das Dumme ist, der verbraucht Energie. 15, und wenn die Brücke raus ist, dann haben wir immer noch 5 minus. Das heißt, wir setzen hier mal Solarkraft und da mal Solarkraft drauf, wenn ich Geld hätte. Sunshine ist zwar nur 30%, aber jedes kleine Fitzelchen lohnt sich. Finde ich zumindest. Und wie man sieht, jetzt kann ich hier auch auf Forschung zugreifen. Das geht alles ein wenig schneller. Wir haben... Ah, okay. Nicht genug Platz. Das wird jetzt auch gezeigt. Das heißt, ich könnte hier für 140 upgraden. Residential Place. 11. Reicht das? Bin ich auf 94. Müsste eigentlich. Ach Mist. 3 Credits fehlen noch. Das ist gut. So, das Energieproblem. Hier sieht es aber ganz gut aus, ne? Ja, das ist alles Taco. Medizin wollen die noch haben, Entertainment und Justiz. Und da wird es auch schon wieder wenig mit der Energie. Da kann ich nicht reinstecken. So, das heißt, wir kommen jetzt an Engpass. Die Frage ist, was können wir abstellen? Materie. Das heißt, ich stelle den gerade mal ab. Hier haben wir nur 4. Die sind alle verballert worden. 10 Maschinen, 33, 59. Das heißt, wir können den theoretisch auch abstellen. Einfach nur, um jetzt erstmal eben Energie zu sparen, bis die Forschung soweit ist. Und wenn wir... Zwar kommen wir jetzt hier nicht weiter, aber das ist mir gerade mal egal. Langsam ist die Devise, nicht zu schnell, sonst kommst du schnell in die Problematik, wenn du zu wenig Energie hast, dass du halt, dass die Leute abhauen und so weiter.
Das ist dann ein bisschen schwierig und kann dazu führen, dass eine ganze Kolonie halt zusammenbricht. Weil wenn die Leute abhauen, hast du wieder keine Arbeitskräfte, die halt dementsprechend dafür sorgen, dass der Ausbau vonstatten geht. Ich brauche hier Batterien, okay. Machen wir das mal so. Kostet mich zwar insgesamt Geld, aber egal. Du produzierst was? Okay. Die sind ja auch im Verkauf, ne? Ja, zwei Stück. Alles gut. Das heißt dann, ich habe das schon wieder. Machen wir hier, wir haben eine Balancing von 45 plus. Das heißt, die eine Batterie reißt mich nicht ins Minus rein. Das kann man hier dann auch sehen. Schön gegenübergestellt. Und bei dem ist das, machen wir 31 plus. Wir könnten hier theoretisch eine Batterie einkaufen. 72 Energy required. Das ist das Problem, was wir hier haben im Moment. Wir könnten noch 25 Einwohner dabei kriegen. Da müsste ich aber nochmal für bauen. Gadgets haben wir jetzt genug produziert. Das ist okay. Dann gehen wir hier hinten aus dem raus und gehen da rein. Solange ich die nicht abschließe, kann ich ja weiterhin machen, was ich will. Es kommt keine neue Aufgabe. Das heißt, wir kriegen keinen Stress. Und hier kann ich jetzt das erste Mal 10% kaufen. Das machen wir auch. Zack. Und schon haben wir 70% geforscht. Und insgesamt sieht man hier auch, wir haben 1 von 10 fertig, 1 von 9, 0 von 8 und 0 von 8. Das wird nachher interessant. So, ich könnte hier jetzt noch auf der Effizienz ein bisschen was machen, indem wir nochmal Wohnraum anbieten. Und da bauen wir dann halt einfach einen großen Komplex, weil wir dort nachher auch nochmal, zum einen bekommen wir 3 Punkte Ästhetik dabei und zum anderen kann ich hier nachher auch noch Solarpanels wieder draufsetzen, die das dann ausgleichen, was der an Energie verbraucht. Ich brauche hier eine Menge. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich nachher das Atomkraftwerk hinsetze, weil das werden wir wohl brauchen. Zumindest eins davon. Uranium Deposit 40, hier ist 50 und hier ist 10. Also hier ist am meisten Uran. Wird uns die Ökobilanz ein wenig ins Minus ziehen. Dann haben wir die so ungefähr hier bei 75%. Kann ich mit leben. So, Wish to Settle 25. Das Ding ist gleich fertig. Fehlt noch einmal Materie. Wie viel haben wir noch? 18. Und wir haben sogar 81 Wasser. Das heißt, ich kann hier sogar auch Wasser verkaufen. Das Problem ist, ich brauche da vielleicht noch eine Transportdrohne. Da brauche ich jetzt nicht so viele von den kleinen. Da würde ich nämlich nachher lieber die größeren bauen. Weil die wesentlich mehr mitbringen. Mitnehmen können. So, Generates 41, das auf jeden Fall. Weil wir 60% Sunshine haben, produziert er 60% davon. Das heißt maximal 21 pro Tag. Aber alles gut. Workplace ist 94. Ich muss Arbeitsplätze schaffen. Das kriegen wir schon hin. So, machen wir ein bisschen Licht. Dann sehen wir auch, was hier los ist. 50-50. Ich kann hier auch Wasser verkaufen. Sehr schön. So, und jetzt schauen wir mal die Brücke. Konsums immer noch 10. Warum? Ach, ich hatte Windenergie. Hä? Na egal. So. Doch. Trench Reserve Power, Movement Speed. Ach so. Independence from Electricity. Okay, wird immer noch... Dann ist das die Brücke, die das anzeigt.
Alles klar, die laufen auch ohne Energie weiter. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir, genau, das hatte ich jetzt angestoßen, dass wir noch ein bisschen mehr Windenergie bekommen. Dann steigt das hier auf 10%. Ohne das funktioniert nicht. Furniture wird produziert, das ist okay. Hier wird verkauft. Wie sieht die Bilanz aus? 43 zu 30, okay. Hier müssen wir bei Ästhetik noch ein bisschen was machen. Da kümmern wir uns nachher drum. Außerdem brauche ich noch ein paar Transportdrohnen für Personen. Ja, Batterien fehlen, das ist das Problem. Feels Batman. Hier sind 7 von 7 Arbeiter. Und weil ich keinen Überhang habe, wird ja auch nichts produziert. Das ist natürlich schlecht. Und hier fehlt uns gerade ein bisschen Geld. Aber wir haben die gleich fertig. Und dann geht es hier weiter. Damit sind wir gleich durch. Gut. Plopp. Gut, dann schauen wir, was es als nächstes gibt. Build an office, earn dollars in office credits. Das heißt, das ist jetzt ein Gebäude. Ich gehe mal auf Pause. Ja. Das kann klein oder mittel sein. Und das ist dann so ein Office Building. Das generiert durchgehend immer Energie. Energie sage ich schon, Credits. Wir schauen mal, wo wir das hinpflanzen. Da gibt es ein Office Building. Workplaces 45, Consumes 18, Ästhetik 2, kostet mich 800. Oder ich kann hier hingehen, Large Office, Workplace 90, Consumes 36 und 4 Ästhetik. Normalerweise müsste der hier weniger produzieren. Provide stable, passive profit, requires a lot of workers and energy. Das ist mir jetzt gerade zu kritisch, deswegen werden wir einfach mal das kleine bauen. 45 Arbeitsplätze und nur 18 Kilowatt. Kostet auch nur 800. Was hat denn das große gekostet? 1600. Das wäre nämlich das nächste Problem gewesen. So, die werden gebaut. Das ist schön. Das waren die auf der anderen Plattform, ne? Das wäre übrigens schön, wenn das an der richtigen Plattform angezeigt wird. Dass diese herauslaufenden Kärtchen dann in entsprechenden Plattformen angezeigt werden. Wird hoffentlich noch geändert, weil dann sieht man schneller, was wo passiert ist. Und kann das besser zuordnen. So, wir brauchen hier immer noch Energie. Sonnenenergie ist Quatsch. Das heißt, wir können uns mal darauf vorbereiten, auf der anderen Seite eventuell die Urangeschichte zu bauen. Den muss ich übrigens anmachen, sonst habe ich keine Materie mehr. Ne, das meinte ich damit. Der kommt hier immer noch rausgeflutscht. So generell. Das ist dann ein bisschen ungünstig. Es ist aber nachher übersichtlich. Die brauchst du nachher sowieso nicht mehr bauen. Wir brauchen hier noch ein paar Transportgeschichten. Ich setze da nochmal zwei rein. Und hier kann man jetzt sehen, wie weit sind wir. 3 von 19, okay. Dann sollte ich den eventuell einfach einmal abstellen. Ich warte noch, bis er durch ist. Da haben wir 14, die können wir noch verkaufen. So, dann haben wir nämlich die Materie hier gespart. Der produziert nämlich auch nicht besonders viel. Und wie man sieht, der wirkt sich mit minus 5 Punkten auf die Ökologie aus. Ist halt nun mal so. Was war jetzt mit dir? Ich muss nochmal schauen, wegen Arbeitsplätzen. Das kleine Office benötigt 45 Arbeitsplätze. Das heißt, ich muss noch einmal so ein Gebäude hier bauen. Kostet mich 2,20. Sonst kommen wir nämlich auch nicht weiter. Gut, dann würde ich sagen, warten wir mal den Bau ab, bis er das nächste Mal fertig wird. Ich sage an dieser Stelle, mit Blick auf der Baustelle, auf die Baustelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge von Cliff Empire. Bis dann. Ciao.